Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Ja, es ist in der Tat Zeit für ein Gespräch hier im Sprechplanet. Herzlich willkommen, mein Name ist Julian Schlichting. Ich kränkel ein bisschen. Mich hat die Grippewelle auch touchiert, möchte ich fast sagen. So ein bisschen mitgenommen hat sie mich in den letzten Tagen, aber es geht schon wieder. Ich bin bereits wieder auf dem aufsteigenden Ast. Herzlich willkommen zur Sprechplanet-Ausgabe vom 13.10.2012 mit dem Gast Michael Trischan. Er ist Schauspieler. Es passt ein wenig in einer Krankenhausserie, aktuell und das seit mehreren Jahren in aller Freundschaft. Dort spielt er mit, aber es wäre natürlich eine große Katastrophe, bei einer der langen Vita nur über dieses eine Thema zu sprechen. Dennoch wird es natürlich das Hauptthema sein, also alle Fans der Serie in aller Freundschaft aufgemerkt und aufgepasst. Obacht, möchte ich fast sagen. Jetzt geht's los. Freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, hier am Sprechplanet-Telefon das ein oder andere Wort zu verlieren. Und das werden wir jetzt tun. Bis gleich. Ja, und jetzt haben wir Michael Trischan am Telefon. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Sie sind viel beschäftigter Schauspieler und das seit über 20 Jahren. Ja, haben ein bisschen länger sogar, aber das darf die paar Jahre dann auch nicht mehr drauf an. Ganz lange Zeit. Mit welchen Gedanken denken Sie heute an Ihre Anfänge in diesem Beruf zurück? Die waren relativ schwer. Also das sich zu etablieren, das kostet schon Arbeit. Allen voran ging ja die Arbeit in der Krankenpflege. Sie haben also vorher was ganz anderes gemacht, was wiederum jetzt gut zu Ihrer Rolle bei In aller Freundschaft passt. Ja, aber das liegt schon so lange zurück, dass ich mich daran kaum noch erinnern kann. Ja. Es war mehr ein Notbehelf. Also es hat mir auch gute Dienste geleistet. Ich konnte zwischen den Engagements immer im Krankenhaus arbeiten, im Nachtdienst oder im OP und konnte somit die Theater auch mitfinanzieren. Also ich war in der freien Theaterszene unterwegs und da muss man ja eher Geld mitbringen, als dass man welches rausholt. Und insofern hat mir das eigentlich sehr gut geholfen. Also ich konnte mich somit über Wasser halten. Ja, wann war der Moment da, wo Sie das über Wasser halten nicht mehr machen mussten, wo es dann tatsächlich... Ja, das war die Bekanntschaft mit Klaus Hafenstein. Ja. Ich weiß nicht, ob der Ihnen ein Begriff ist. Er war früher bei der Lach- und Schießgesellschaft, hat früher beim Bayerischen Fernsehen auch die ersten Kindersendungen moderiert, Sportspiel, Spannung, also in meiner Kindheit also ein Star des Fernsehens. Und den habe ich dann wiederum wieder gesehen, 1985 oder so, und habe bei seinen Festspielen mitgemacht, die er in Bad Vilbel geleitet hat. Und er hat dann einige Anrufe für mich getätigt und dann gingen doch einige Türen und Toren auf für mich. Ja, ja. Er hat mich da sehr gefördert, muss ich wirklich sagen. War das Lampenfieber dann im Laufe der Jahre besser geworden oder haben Sie heute noch so eine gewisse Nervosität vor neuen Stücken? Ja, also meinen Sie jetzt Theater, Fernsehen oder? Das Theater. Ja. Jetzt spiele ich ja kaum noch Theater oder so gut wie gar nicht. Ich bin mit meinen Lesungen und mit meinem Sohn unterwegs. Da ist dann natürlich immer noch vorher eine gewisse Nervosität, aber mir kann während der Lesung eigentlich nichts passieren. Ich lese den Text ja ab. Also insofern kann ich da mich gelassen zurücklehnen. Ja, ja, stimmt. Nicht so schwierig. Aber es ist auch sehr anstrengend, wenn man so fast 2 Stunden lang fast ununterbrochen spricht. Mein Sohn spielt ein paar Stücke dazwischen. Da kann ich mich ein bisschen erholen. Aber also eine gewisse Nervosität ist immer da, klar. Würden Sie denn gerne mehr Theater spielen? Sie haben ja schon gesagt, Sie sind hauptsächlich jetzt im Fernsehen zu sehen und das seit sehr langer Zeit. Vermissen Sie das so ein bisschen? Ich kümmere mich ja auch die ganze Zeit, aber es ist halt schwierig, das zu koordinieren. Ich bin jetzt so bei Festspielen ob ich da vielleicht mal unterkommen kann. Aber es ist halt schwierig, wir produzieren 11 Monate. Ja. Und also in der Freundschaft. Und da ist es schwierig, jetzt mal so ein Theaterengagement von 8 bis 9 Wochen reinzuschieben. Also das würde dann bedeuten, man müsste meine Rolle kleiner schreiben oder ganz rausschreiben für eine kurze Zeit. Also das würde schon so 2 Jahre Vorlauf bedeuten. Ich müsste es anmelden, vielleicht 2014 oder 2015 könnte ich dann mal wieder Theater spielen. Sehr schwierig. Ja, glaube ich. Aber es ist ja schön, wenn man so gut beschäftigt ist. Ne? Sie haben ja eine sehr prall gefüllte Vita, ganz viele bekannte Fernsehserien tauchen darin auf. Man kann auch nicht so wählerisch sein. Ich meine, ich habe eine Familie zu ernähren. Sicher, ich hätte mir manche Angebote nicht gewünscht. Aber als Schauspieler gibt es nur eins.
das Kürzel KDW kann dargestellt werden und kassiert werden, ja, um die Miete auch zu bezahlen. Ja, Das muss man einfach machen. Also das ist einfach, ich meine, diese lange Vita ist eigentlich ganz normal bei jemandem, der schon fast 30 Jahre dabei ist. Mhm. Das ist bei anderen genauso. Mhm. Schauen sich denn manchmal noch ältere Aufnahmen von sich an? Ja, natürlich. Allein schon hier auf dem Demoband und wir kommen ja immer mal Wiederholungen, ist klar. Mhm. Geht, also obwohl ich mich nicht so gerne sehe, viele Kollegen haben das gleiche Problem, ja. Sieht sich doch nicht anders. Ja, wie sehen Sie sich denn? Sehen Sie sich... Zumindest nicht so dick. Ja. Und jetzt durch diese HD-Technik, das ist ja furchtbar, also man sieht ja alles. Und, ja. Wenn es ein bisschen überstrahlt, dann strahlt dieser weiße Kittel, das ist alles furchtbar, also... Nein, also das schaue ich mir eigentlich ungern. Ich gucke dann immer so ein bisschen weg oder auf die Decke oder so. Mhm. Welche Fernsehrollen haben Ihnen denn besonders gut gefallen? Also so ja, also das war auf jeden Fall der Alpha-Mann. Der war ja auch langfristig angedacht, aber aus irgendwelchen Gründen hat der Sender das dann doch abgesetzt. Wir haben zwei Teile produziert 1999. Mhm. Da habe ich einen jüdischen Kriminalkommissar gespielt. Also es war also sehr schön. Also das hätte ich mir gewünscht, dass das... weitergegangen wäre, aber es ist nicht. Sind es denn eher die ernsten Rollen, die Sie mehr reizen? Ja, das sowohl als auch. Also in der komische Rollen sind genauso schwer. Mhm. Und nein, also ich habe da keine, würde ich sagen, keine Skrupel, ich spiele fast alles. Ja, und jetzt sind Sie auch schon seit einigen Jahren bei In aller Freundschaft im sechsten Jahr, ja. Dabei. Genau, die Serie war, als Sie eingestiegen sind, ja schon gut etabliert, ja, schon fast absolut. 10 Jahre also, alt. Muss ich wirklich sagen, ich wäre gerne von Anfang an dabei gewesen. Ja. Ich habe auch jedes Jahr über meine Agentin anklopfen lassen, aber es war nichts, war nichts frei. Und ich war also wirklich angetan von der ganzen, also einmal vom Ensemble. Mhm. Das kam sofort rüber, auch an den bei den Anfängen, diese Qualität der Kollegen und auch, das hat mich einfach fasziniert. Also, ja, da möchte ich eigentlich rein, das ist eine gute Sache. Mhm. Jährlich probiert, ging nicht. Und dann war ich 2003 mal in einer Episodenhauptrolle beschäftigt bei In aller Freundschaft. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich da verbraten, jetzt nehme ich nicht mehr. Und 2007 kam das Angebot. Ja. Ja. Ja, und seit der Zeit bin ich dabei. Viele Kollegen sind noch seit Folge 1 dabei. Ja. Thomas Rühmann, Marin Gilzer, nur ein paar zu nennen. Ja. Also Sie haben die Serie tatsächlich auch gekannt. Gucken Sie sich so an, was so läuft auf dem deutschen Markt? Ja, also wir, meine Frau und ich, wir haben fast jede Folge, auch der alten, gesehen. Die laufen ja fast täglich rund um die Uhr. Ja. Also das bleibt nicht aus, das ist einfach so. Wir gucken das auch sehr, privat sehr gerne. Ja. Ich war einer von, glaube ich, 60, 65 Kollegen und auch namhafte Kollegen waren drunter. Und ich war, glaube ich, dreimal musste ich kommen, also bis ich dann feststand, aber das auch noch nicht. Ich saß dann 14 Tage lang zu Hause und habe gewartet und es hat ziemlich lange gedauert, die Zusage. Und ich muss noch vorweg sagen, das war das zweite Casting. Ich war bei dem ersten Casting auch schon dabei und das lief nicht so gut für mich und ich bekam fast eine Absage. Ich habe dann nach ein paar Wochen fragen lassen, was ist nun? Ja, sie hätten die Rolle noch nicht. Und da habe ich gesagt, dann komme ich nochmal zum Casting. Ja. Melden Sie mich, also zu meiner Agentin, melden Sie mich bitte nochmal an. Und ich möchte gerne nochmal gecastet werden. Das hat wohl wahrscheinlich den Ausschlag gegeben. Also das ist den Entscheidern beim MDR in Erinnerung geblieben. Ach, der war doch schon mal da, gucken wir doch mal genauer hin. Und ich hatte damals auch die Alexa Maria Surholt, die Verwaltungsdirektorin spielt, als Partnerin, als Castingpartnerin und das war mein Glück. Ja, Sie sprechen auch mit so einer Begeisterung von dieser Serie, dass man richtig merkt, dass Sie das Ganze fasziniert. Also das muss ich wirklich sagen, ich habe ja schon in einigen Serien mitgespielt und in keiner Serie, also der ich jetzt bis jetzt mitgespielt habe, ist der Ensemblegeist und der Zusammenhalt und die Freundlichkeit so groß wie in diesem Ensemble. Es gibt kein besseres. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Obwohl am Anfang wird man natürlich ein bisschen mit Skepsis beobachtet und was ist das? Das ist einer neuer, da tastet man sich erstmal, aber alles sehr höflich zuvorkommt. Also auch ich bin ja aus dem Westen, in Anführungsstrichen, ja. Und aber nichts, überhaupt keine Benachteiligung. Wie ist denn das Publikum dieser Serie? Wie breit ist das gefächert? Ja, da denkt man ja eigentlich, das müssten so die Alten sein, nicht? So ab 70 ist aber überhaupt nicht. Ja. Also durch meine Lesungen, ich mache ja sehr viele Lesungen das Jahr über,
komme ich überall rum in Deutschland und mein Publikum, also was mich so besucht, geht eigentlich so ab 40. Also, also die 20-Jährigen kommen nicht in meine Lesung, nicht? Aber so ab 40, ja, kann ich schon sagen. Also es sind nicht nur die 80-Jährigen, die Serie kennen. Ich habe im Internet gelesen, dass so ein paar Zuschauer, so in so Fanforen, sich wundern, dass da so wenig sächsischer Dialekt auftaucht. Ja. Ist das ab und zu ein Thema, um das ein bisschen mehr reinzubringen oder gar nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Serie hatte schon mal einen Hausmeister, einen sächsischen Hausmeister, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Kollege, ganz bekannter Kabarettist auch. Wie heißt er denn? Ich komme jetzt nicht drauf. Meine Rolle, also als ich das Rollenprofil las zu Hause, Hans-Peter Brenner, Medizinstudium abgebrochen, in Leipzig geboren. Ja. Mein Gott, ich kann überhaupt kein Sächsisch. Also ich könnte in Hamburg ein bisschen Sächsisch sprechen, also für die Bühne. Ja, da würde das durchgehen, aber ich kann nicht in Leipzig Sächsisch sprechen, da machen die sich ja schlapp. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und habe vorher erstmal angefangen, nein, das ist gar nicht gewünscht. Warum weiß ich? Wahrscheinlich, um das bundesweit einfacher ausstrahlen zu können. Schade eigentlich, ich mag den sächsischen Dialekt sehr und auch die Menschen. Wir sind ja auch hierher gezogen vor 5 Jahren. Wir haben ja in Niedersachsen gelebt, bei Celle, und haben aber das Haus verkauft und sind dann hierher gezogen. Ein Wunsch meiner Kinder vor allem. Ja, die Serie läuft immer noch fantastisch. Ja. Merkt man das, dass da mit besonders viel Präzision gearbeitet wird? Ich meine, Sie haben ja nun, dadurch, dass Sie wirklich von gute Zeiten, schlechte Zeiten, über Tatort, wirklich überall mitgemacht haben, haben Sie sehr gute Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Macht sich das bemerkbar, dass man da wirklich sehr akribisch arbeitet? Ja, also es ist einmal eine Firma, die also wirklich Wert legt auf Qualität. Merkt man schon an der Ausstattung der Dramaturgie. Wir haben 4 oder 5 Dramaturgen, die über den Büchern sitzen und die durchgehen. Wir haben also auch vom MDR her eine Redaktion, die sich also rührend kümmert, und auch eine verantwortliche Redaktionschefin, die Jana Brandt, die also diese Sendeplätze betreut und also schützend die Hand über uns hält. Das ist von oben, wenn es oben stimmt, dann setzt sich das auch fort. Und wir Schauspieler erfahren das auch. Also wir werden gut betreut, gut behandelt, auch von den Autoren. Wir werden gefragt, habt ihr Ideen? Können wir euch das ein bisschen anders schreiben? Oder bringt euch ein? Und einmal im Jahr sitzen wir dann alle zusammen und jeder darf so ein paar Anregungen loswerden. Ob es dann umgesetzt wird, ist natürlich die andere Frage. Das muss ja dann auch noch durch andere Abteilungen gehen und abgesegnet werden. Nein, also ich muss wirklich sagen, diese Konstellation hier ist eine sehr glückliche, und das liegt aber auch sehr an unserem Produktionschef Hans-Werner Honert, Chef der Saxonia Media, auch Regisseur, Drehbuchautor. Der weiß, was Sache ist, und liebt seine Mitarbeiter über alles. Das kriegt man auch wirklich zu spüren. Man wird am Geburtstag angerufen von ihm, egal wo man ist auf der Welt, er ruft an. Also rührend, und das bei so einer großen Firma. Das ist schon ganz toll. In dieser Art. Ich habe den Vergleich zu anderen Serien. Ich war schon in Serien drin, da bin ich einfach rausgemobbt worden, mehr oder weniger. Das kann ich ruhig jetzt auch öffentlich sagen. Also das ist nicht immer schön, muss ich wirklich sagen. Aber dieses Ensemble hier, also da lege ich meine Hand für ins Feuer. In dieser Art der Begeisterung. Das hört man selten, ne? Höchstens bei der Lindenstraße habe ich das schon oft mitbekommen. Das glaube ich, dass dort auch ein guter Zusammenhalt ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Haben Sie denn Kontakt zu langjährigen Fans, die Sie tatsächlich schon aus Ihren Anfangszeiten immer wieder besuchen? Jetzt auch, Sie sind jetzt ja auch aktuell bald wieder auf der Bühne zu sehen, haben Sie eben schon kurz angesprochen. Es gibt ja sogar auf Ihrer Homepage Termine schon fürs nächste Jahr. Die kommen schon. Also ich habe Arbeitskollegen sowieso von einst aus dem Krankenhaus, die besuchen mich hin und wieder mal. Wenn ich dort in der Nähe bin, kommen die und besuchen mich. Nein, das habe ich auch. Ich habe auch richtige Fans, die mir manchmal so hinterherreisen und so und mir auch nette Briefe schreiben, die ich dann auch beantworte. Nee, das habe ich schon. Doch. Also so Langjährige kann ich schon behaupten, ja. Werden Sie denn gern erkannt oder halten Ja, Sie also ich meine, dann brauche ich nicht im Fernsehen auftreten, wenn ich möchte. Wenn ich das nicht wollte, also dann geht man nicht zum Fernsehen. Dann kann man irgendwo im Büro, im Finanzamt sitzen oder nein, das macht mir überhaupt nicht so lang. Also hier in Sachsen, wie gesagt, also ich werde sogar mit Namen angesprochen,
und nicht nur mit dem Rollennamen, sondern auch wirklich, die kennen ihre Lieblinge hier in Sachsen. Mhm. Ich werde immer ganz normal angesprochen. Ja, toll. Aha. Muss man schon sagen. Also die wissen sich zu benehmen, hier die Sachsen. Ja. Fröhlich, lustig, immer gut drauf, ist auch ein sehr intelligentes Publikum. Ich gehe hier auch oft ins Gewandhaus und ins Schauspielhaus oder in die Oper. Und also es ist eigentlich ein tolles Publikum. Wir hatten ja auch schon Auftritte, mein Sohn und ich. Alles ist einfach toll. Mhm. Ich kann also von Leipzig nur schwärmen. Ja, ist schön. Wenn ich auch Ewigkeiten so zuhören. Schauen Sie sich eigentlich auch genau an, was Sie da machen, wie das letztendlich am Ende auf dem Bildschirm wirkt. Sind Sie mit sich selbst kritisch oder lassen Sie das gar nicht so an sich ran? Ja, nee, das lasse ich gar nicht an mich ran. Also ich mache das so wie Theater, ich spiele das und ich schaue mir das am Monitor. Ich hätte die Möglichkeit, das zu überprüfen, aber ich verlasse mich dann da auf den Regisseur oder wenn er sagt, also das musst du ein bisschen, dann nicht zu viel. Ich bin jetzt so riesig mit der Kamera auf deinem Gesicht, da darfst du nicht so machen. Mhm. Also verlasse ich mich drauf und dann mache ich das dann halt so. Nein, also zur Kontrolle gucke ich mir das nicht an. Ich kann mich da nicht beurteilen. Ja. Das ist ein anderer. Dafür habe ich einen Regisseur. Ja, gut, das ist richtig. Ja. Haben Sie denn, wenn nicht Zeit fürs Theater, noch Zeit für andere Fernsehrollen? Ja, also das habe ich auch. Ich habe jetzt bei Heiter bis tödlich, das ist eine Vorabendreihe in der ARD, mitgespielt, und zwar vom SWR, Regie Dietmar Klein, Wenn Stefan zweimal klingelt, und die Reihe heißt, glaube ich, Fuchs und Gans, Peter Bongartz. Ja, gibt da mehrere. Da habe ich so eine Episodenhauptrolle gespielt, jetzt vor einem Vierteljahr. Ja. Ist natürlich auch schwierig, wieder hier mit den Drehplänen zusammenzukriegen, aber ich drehe hin und wieder auch in anderen Folgen oder in anderen Serien mit. Wie schwer war es denn jetzt, die Auftrittstermine zusammenzukriegen? Oder ist ja, also das ist, das geht, funktioniert so, wir machen das nur an Wochenenden, vornehmlich. Mhm. Da sind wir freitagsabends, samstags und sonntags unterwegs. Also fast jedes Wochenende. Ja, ja. Nahezu. Also das geht, also wir drehen ja bis Freitag auch, bis Freitagabend, aber da bitte ich dann, dass ich früher weg kann. Okay. Also alles gut durchorganisiert? Ja, haben Sie das dann, muss schon sein, ja. Haben Sie trotzdem mal Momente, wo Sie ein bisschen abschalten können? Ja. Oder wollen Sie das gar nicht? Ja, aber ja, der Schauspieler wird ja nicht fürs Spielen bezahlt, sondern fürs Warten. Ach so, ja. Das ist ja so ein Sprichwort. Ja. Also ich kriege ja das Geld fürs Warten, nicht fürs Spielen. Hm. Also ich warte mehr beim Drehen auf meinen Auftritt, okay, dass ich dann spiele. Da kann man noch ein paar private Gedanken fassen. Ja, natürlich. Ich mache dann auch, wenn ich nicht gerade Text lernen muss, hänge ich dann am Telefon und mache Termine oder so. Ja. Okay, dann brauche ich nicht weiter viel Erfolg wünschen, haben Sie ja. Ja, aber weiter viel Spaß, ne? Ja. Dass Sie mit der Begeisterung dabei bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also die wird auch bestimmt so schnell nicht nachlassen. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Ja, dann melde ich mich nochmal zurück mit dem Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche Samstag geht's hier wieder weiter. Dann haben wir einen jungen Sänger bei uns am Telefon. Wobei, jung ist doch relativ, oder? Ich glaube, er ist ungefähr in meinem Alter. Da würde ich sagen, blutjung passt da besser. Jason Anouche, er ist, Newcomer im Bereich der Musik. Aber auch Newcomern kann man ja mal eine Chance geben, hier im Sprechplanet Telefon das ein oder andere Wort zu verlieren. Und das werden wir nächste Woche einfach mal probieren. Bis dahin, schönes Wochenende. Genießt die Zeit und nächste Woche begrüße ich euch dann am 20.10. und werde sagen, mein Gott, was bin ich froh, diese Grippe endlich losgeworden zu sein. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de